Ich meine, hier sind mal 14 Bier drin. Das reicht ja erstmal, um noch ein paar Soldaten hier zu machen. Das läuft jetzt auch besser. Jetzt nicht so. Ich glaube, das ist so ein bisschen, weil das hier so ab vom Schuss ist. Immer die, die vorne sind, die kriegen halt als erstes das Ganze geliefert. Eisen. Was ist mit Gold? Wenn es natürlich hier kein Gold gibt in diesem Berg, hätte ich einen Vorteil. So, jetzt habe ich hier wieder 3. Ich glaube, ich leere das jetzt. Stoppe hier die Münzzufuhr. Hoffe, dass die restlichen Münzen jetzt hier unten reingehen. Dazu stoppe ich mal hier dies. Und hier. Sonst noch irgendeine vergessen? Glaube nicht. So, dann sollten eigentlich jetzt alle Goldmünzen hier reingehen. So, dass wir die dann noch hochziehen. Und dann werde ich einfach mal versuchen, hier anzugreifen. Ich befürchte wirklich, je länger ich warte, dass es dann eigentlich eher schlechter wird für mich, die Situation. Ich hätte insgesamt gerne hier einen Katapult. Muss ich schon mal so sagen. Hat er nicht einen Holzfäller, der mir hier die Bäume mal wegmachen kann? Das wäre praktisch. Das ist doch ein Holzfäller sogar, oder? Oder ist das ein Holzfäller? Oh ja, er kommt ja hier. Ist ja praktisch. Vielleicht haben wir dann doch die Chance, da irgendwo nochmal einen Katapult zu bauen. Mal gucken. Weil der, ach, das ist ein Förster. Deshalb, das kann sein, dass er der mal, obwohl der darf doch eigentlich nicht in meinem Land Bäume pflanzen, oder? Wie ist denn das? So, das läuft gut. Wir haben auch ganz gute Nahrung soweit. Also ich meine, wir laufen so ein bisschen am Limit jetzt gerade. Das muss man... Wo? Achso, ich dachte schon, wo tragen die das denn jetzt hin? Das ist vollkommen korrekt. Mal gucken. Ah, leider nein. Vielleicht, wenn er den noch wegmacht. Die Frage ist nur, ob er da noch hinkommt. Ja, jetzt gehen die Goldmünzen noch hier runter. Die laufen jetzt eigentlich... Ah ja, zumindest im coolen Bereich. Sagen wir es mal so. Jetzt kommt ja von hier drüben noch ein bisschen was. Verstehe ich es manchmal nicht. Ich hätte eigentlich zum Beispiel gedacht, dass der Bauernhof am ehesten die Brauerei beliefert. Wo das jetzt auch nicht so dramatisch ist, weil wir eigentlich genügend Bier hier drin haben. Muss ich ja auch nicht stapeln. Das sind 86, 82 und 100. Naja, geht sicherlich besser, aber wir wollen es jetzt erstmal nicht beklagen. Jetzt kommen erstmal die ganzen Goldmünzen hier unten an. Und dann haben wir ja praktisch hier nochmal 7 mehr. 2 waren ja schon drin. Können ja mal gucken. Inventur. 47. Also lass das mal hier noch voll werden. Sind es 50? Ich glaube, mit 50 können wir dann uns hier mal ranwagen.
Oh, hier, tatsächlich, der Holz, der Förster hat mich hier wieder vollgepflanzt. Ist dann ein Versuch, praktisch dort mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. In der Rückkant. Hier vorne sind ja schon mal 18. Ich glaube, die Voraussetzungen sind dann nicht ganz schlecht. Dann wäre es nur wichtig, dass wir das hochstellen. So, und da kommt ja auch schon jetzt hier so die letzten Münzen. Und dann geht's los. Ist wieder was verbraucht. Bilanz verloren. Ist irgendwas kaputt gegangen? Nein. Also gut, aber ich muss das jetzt hier. Muss den jetzt hier anschließen. Okay, wenn ich sowieso da außen rum gurken muss damit. Nee. Baut doch das nicht so scheiße. Machen wir das jetzt hier auf. So, wie sieht das jetzt hier aus? Wir sind hier fertig. Gut, dann werde ich jetzt mal speichern. Speichern, bitte. Und dann wagen wir uns einfach mal hier. Greifen wir mit 5 jeweils an. Ja, weil der hat da nämlich auch schon etwas stärkere Leute drin. Und schickt noch welche zur Unterstützung. Dann hauen wir mal überall noch welche drauf. Mal gucken, wie sinnvoll das jetzt hier war. Deshalb wäre ein Katapult gut gewesen. Wären wir die alle so losgeworden. Wir behalten die Überhand, wie es aussieht. Jetzt von mir welche gestorben? Ich weiß es gerade nicht. Okay, das gehört uns. Das auch. Das ist gut. So. Hier mal ein Turm und ein Katapult. Das Katapult müssten wir mal als erstes hier erledigen. Schon, das ist gerade erst fertig geworden. Macht das platt. Macht es weg, macht es weg, macht es weg. Jetzt kommen die hier rüber. Jawohl. Versuchen sie ihre Sachen zurückzuerobern hier. Können wir nur hoffen, vor allem, dass er das jetzt hier schafft. Jawohl. So, dann gehen wir jetzt gleich hier drauf.
Nee, gehen wir nicht. Wir werden angegriffen. Okay. Das sieht jetzt nicht schlecht aus. Wir brauchen halt nur den Nachschub. Das muss irgendwie mal schneller gehen, habe ich so das Gefühl. Was gibt es denn? Angegriffen, angegriffen, eingenommen, eingenommen, eingenommen. Verbraucht. Wir müssen auf jeden Fall hier weiter produzieren. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das völlig vernachlässigen können. Haben wir alles gehalten? Kann man jemanden den hier noch unterstützen? Mist. So, wir bauen jetzt hier Katapulte. Wir machen das jetzt so, ich werde mich jetzt damit schützen. Bitte hier nicht noch mehr davon rein. Es wäre gut, wenn die Soldaten einfach mal kommen würden und nicht... Sind überhaupt keine unterwegs, oder? Oh, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das heute alles so komisch vor. Wir sind auf 25, wo sind die denn? Können die mal sich bewegen? Obwohl, wir sind tatsächlich hier voll besetzt. Ich werde jetzt hier nochmal speichern. So, jetzt kommt der nächste, der da rein will. So, der versucht sich jetzt, kommt hier ein neuer Angriff. Na gut, aber irgendwie schickt er jetzt ja nur noch seine Schwachen. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. So, wir gucken mal ganz kurz hier in die Statistik. Also ich glaube, da haben wir ihm jetzt schon ganz schön geschwächt. Ich hoffe, dass unsere Katapulte jetzt einigermaßen zügig aufgebaut werden können. Eigentlich sollte unsere Wirtschaft so gut sein, dass das möglich ist. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, heute läuft das irgendwie alles nicht so ganz rund wie soll. Ich verstehe nicht, warum das nicht richtig läuft. Die Bauernhöfe sind da und laufen eigentlich auf 100%. Ich raff's nicht, ne? Also, es ist so ein bisschen fraglich, was hier eigentlich für Probleme sind. Zumindest komme ich irgendwie nicht so richtig mit. Es ist doch nicht zu fassen, die Verteilung. Ist das zumindest so, dass es eigentlich gehen müsste? Fuck, ey, jetzt baut er hier drüben noch so ein Teil hin. Material kommt. Mal gucken, wie schnell wir das hochziehen können. Das könnte jetzt sonst auch ein bisschen blöd werden. Aber offenbar hat er erstmal Probleme, das zu besetzen. Aber das heißt ja nicht, dass er so bleibt. Ich schicke jetzt mal hier noch einen Erkunder los. Material kommt auf jeden Fall.
Das sogar recht zügig. Das heißt, da haben wir ganz gute Chancen. Wie sieht's hier aus? Bergwerk verbraucht, angegriffen und verloren. Das war jetzt ein Kohlebergwerk. Haben wir hier oben nicht mehr. Dann wird jetzt hier eins noch gebaut. So, hier kommen jetzt auch endlich die Bretter an. Die sind ja jetzt hier noch nicht so voll besetzt, ne? Einer. Ich hoffe mal, der macht erst die hier kaputt, dass wir uns vielleicht noch den Turm holen können. Oder wir holen uns vorher noch den Turm. Und lassen dann die Katapulte den Rest hier zerschießen. Aber so, dass wir halt also dann auch weiter angreifen können. Nicht, dass wir noch die nächsten Militärgebäude bauen müssen. Ja, eigentlich sollte man das ja schaffen. Es hat sich ja gerade hier so ein bisschen beruhigt. Ich speichere jetzt nochmal ab. So, jetzt greifen wir mal den mit 5 an. Wir holen uns den Turm, sichern den und lassen den Rest dann von den Katapulten machen. Mal sehen, was da für Gestalten drin sind. Okay, wenn das der einzige ist, dann haben wir es ja schon. Fuck. Oh, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Muss ich den hier holen? Oh, hat zum Glück nicht getroffen. Sind sie wieder verwirrt und wissen nicht, was sie tun sollen. Was macht ihr jetzt gerade? Ah, die greifen jetzt trotzdem da an. Oh ja, dann machen wir das jetzt mal hier voll. Komm. Mal hier ein Lagerhaus. Oh, zum Glück alles kaputt gemacht. Zwei sind da jetzt drin. Ist jetzt natürlich auch nicht so viel, ne? Dass der Turm jetzt weg ist. Wahrscheinlich wäre es jetzt auch, jetzt könnte ich zum Beispiel auch wirklich angreifen. Ich glaube, ich habe den jetzt so weit. Geschwächt, dass wir das eigentlich jetzt so wahrscheinlich schaffen.